Willkommen zu Kampf 5 der Season 1. Diesmal befinden wir uns in einem Doppelkampf. Und ja, schöne Aufstellung. Sieht nach entweder nach Bizarro-Raum aus, zum Teil. Wenn man das so mal sagen kann. Hier Zirklub und Bronzong lässt es vermuten. Oder was hauptsächlich jetzt hier aussehenerweckend ist. Oder aufsehenerweckend so rum. Sind diese vier. Das sieht man nämlich nach Sonnentaktik aus. Da das nach Sonnentaktik aussieht, werde ich mal mit den beiden starten. Ich weiß nicht, ob Lamus so gut ist, weil jeder von denen kann was gegen Lamus. Und du bist... Na komm, nimm mit dich noch mit und... So. Schau, ob das funktioniert. Kolosseum Wasserfall, Wi-Fi-Kampf. Du bist nur Anfänger. Oh ja. So wie ich es vermutet habe. Geht es auf beide? Ja, das geht auf beide. So, und dann machen wir Luftschnitt auf. Ah, das ist jetzt blöd mit den englischen Namen. Moment. Auf Satz 10, ja. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Watz. Kinoso ist cool, wenn die Sonne losgeht. Okay, ich hab doch nicht aufs Richtige. Upsala. Egal. Tschüss, Kinoso. Unser Zinja lebt noch. Schwertertanz. Ah, und Kinoso war dafür da, um die Sonne zu machen. Und das hat jetzt nicht funktioniert. Sonst hätte Satsinja einen Kraftschub bekommen und Satsinja hätte jetzt richtig draufhauen können. Romeo. Okay, Chico, du machst gerade mal wieder Windschnitt. Und Togekiss kümmert sich mal mit Triblette. Das ist Romeo. Ja, doppelte Flugmacht. Unser Zehner ist down. Ciao, ciao, Satsenia. Sieht immer noch aus. Ja, es ist halbwegs wie eine riesen Mülltonne. Aber ich weiß, das soll ja eine fleischfressende Pflanze in dem Fall. Oder so ein. Ich weiß nicht, wie man die halt nennt. Auf jeden Fall so ein. Ja, fleischfressende Pflanze auf gut Deutsch. Fliegenfänger, wie heißen die? Ach, keine Ahnung. Soll es ja darstellen. Und willkommen, letztes Pokémon von dir. Oh, das könnte jetzt mit Eruption doch noch einiges weghauen. Da greifen wir mal schön offensiv an hier. Triblette. Obla. So. Die Würfel sind okay. Gefallen. Die rote Seite hat beschlossen aufzugeben. Ich muss sagen, das war der schnellste Kampf bis jetzt. Haben schon einige gesagt im Vorpart. Den letzten habe ich da voll niedergemäht. Aber ehrlich gesagt, der ging jetzt noch schneller. Gut, ab in den zweiten Doppelkampf. So, und der zweite Kampf mit Uber Overusing. Oh mein Gott, ist das geil. Im Doppelkampf sowieso. Ob ich da überhaupt irgendwie eine Chance habe? Kombinieren wir die beiden mal und... Das ist echt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man dagegen am besten machen soll jetzt im Doppelkampf. Weil im Doppelkampf
Das ist heftig, mit U-Bahn rumzuhantieren. Ja, so siehst du auch aus. Ah, du Scheiße. So. Machen wir mal Kombinationsangriff auf Mewtwo. Also er ist zumindest nicht so, wie ich sie gedacht hätte, dass er mit Darkrai kommt und Schlummerort auf beide macht. Ja, wir mal sehen, was er raushaut. Wenn er überhaupt was raushaut. Ich müsste ihn eigentlich mal so antippen und sagen, der Kampf hat begonnen. Hallo? Geht doch. Tipp, 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 tipp. Batz. Cool. Also, das Mewtwo hat eine schlechte Defense. Habe ich auch noch nicht gesehen. Komm, jetzt kriegst du noch Kraftschub. Langsames Vieh. Booyah. Boah, kann ich mitleben. Dann können wir nämlich das nächste Pokémon massakrieren. Mit einem gepushten Zapdos und einem... Ja. Hallo Darkrai. Wenn man vom Teufel spricht, wa? Mal sehen, ob er mit Schlummerort wirklich kommt. Ice Heap, Darkrai. Massakrieren wir das Darkrai mal. Schlummerort. Boah. So eine unfaire Kacke. Was nach Regelwerk sowieso nicht erlaubt wäre, aber egal. Ich dachte gerade schon, er greift mit der Attacke wirkungsvoll an. Tut mir leid, dass ich dich überschätzt habe. Ich hätte gedacht, du ziehst auf Zapdos. So, ich versuche jetzt das Darkrai loszuwerden. Egal wie. Greift er dann Snibuna an? Ich glaube, es hackt. Bekloppt. Vor allem so schwach auch noch. Mal sehen, was er jetzt für einen Zug macht. Und was kommt jetzt? Traumfresser. Trottel! Dadurch, dass das Vieh sich nicht bewegt hat, wusste man automatisch, dass das ein Fail war. Also... Keine Ahnung. Wer dem erstes gezeigt hat, wie man das Spiel spielt. Aber ich würde erstes Ding gegen verprügeln. Also ganz ehrlich. Er spielt sowas von idiotisch. Traumfresser auf Snibuna. Den Keeper auf Zapdos. Schemenkraft auf Snibuna. Hätte das mal alles besser gespielt, wäre das wesentlich besser rübergekommen. Jetzt Zapdos wäre weg, wahrscheinlich Snibuna auch und aus Darkrai ist ein Bimp. Komm halt durch. Jetzt muss nur noch Chico angreifen können, weil dann kann es das Darkrai vernichten. Wacht mal auf, ihr beiden. Lebensorb, Trottel. Ey, das gibt's doch nicht. Sag ich doch, das gibt's doch nicht. Tschüss, Snibuna. Tschüss, Zapdos. Ach, du Kacke. Wie soll man das jetzt wieder hinbiegen? Also ganz ehrlich. Nein, dich will ich nicht einwechseln. Dich will ich einwechseln.
Jetzt macht er sowieso wieder Schlummerort, also von daher. So. Ich überlege gerade, ich will das Darkrai vernichten. Ist mir wichtiger. Erdbeben. Ja, mal sehen, was er jetzt, mit was er jetzt kommt. Vielleicht macht er jetzt mal einen taktisch klugen Zug und macht mal Erdkräfte auf. Ja, Metagross. Lame. Da, also es wundert sich irgendwer, dass ich damals, ja, Deoxys Speedformer mit hatte. Einfach mal, um das nur einzusetzen, um Bodyguard zu machen, bevor überhaupt Darkrai zum Zug kommt. Und wenn er jetzt richtig blöd gewesen war, der Gegner, dann hat er, ja, seine Attacke auf Torgekiss gekloppt. Ja, mach mal. Ja, ganz ehrlich, wie schwach es sind seine Viecher. Togekiss lautet von der einer von der stärksten Psycho-Attacken kaum Schaden. Giratina. Okay, er macht auf Metagross. Los, komm, Metagross, wach auf. Was ist heute nur los? Ätzend. Ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Einfach nur ätzend mit diesem verkackten Darkrai. Vor allem jetzt wegen Schlummerort. Zwei Pokémon schlafen, ey, das ist overpowered, meiner Meinung nach. Okay, es sind auch Uber. Von daher. Und der Zug ist jetzt mein Ende, wenn er es richtig macht. Volltreffer. Autsch. Tut mir leid, Togekiss. Und das machst du jetzt mit deinem Giratina. Spukball. Wow, Metagross steht noch. Yeah! Boom! Da haut Metagross nochmal zurück. Los, komm, Metagross. Klopp nochmal drauf. Versuch's einfach. Einfach zu krass. Metagross macht nochmal auf und boom, Erdbeben. Ganz ehrlich, so wie der spielt, der hätte nicht gewonnen. Mindestens hätte er mit Darkrai was anderes gemacht als Schlummerort. Hätte er auf keinen Fall. Weil das kann man eine Taktik nennen. Schlummerort ist einfach übertrieben. Wirklich, die höchste Genauigkeitsattacke ist Pilzsporn zum Beispiel. Hat 100 Genauigkeit, also Schlafattacke so rum. Aber es können auch nur zwei Pokémon lernen, so gesehen. Okay, mit der neuen Generation 3. Ich spreche jetzt nur von den letzten Entwicklungen jeweils. Und die sind alle nicht schnell. Und halt Farbigel kann es lernen. Aber an sich sind die nicht schnell. Dein Pass will ich nicht haben. Und ja, was kann man da noch zu sagen? Darkrai ist schnell und die Attacke hat auch noch an die 80 Genauigkeit, also selbst Hypnose hat weniger. Und dann würde ich sagen, dann war's das mit den zwei Doppelkämpfen und wir sehen uns beim nächsten Mal.